Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Gleichungen in zwei Variablen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man Punkte in ein kartesisches Koordinatensystem einzeichnet. Das haben wir im letzten Video bereits gelernt. Dein Ziel für dieses Video ist es, zu überprüfen, ob ein Punkt eine Lösung einer Gleichung ist. Und hier steht nun, y ist gleich 2 mal x ist eine Gleichung in zwei Variablen, nämlich x und y. Aber was bedeutet dieser Satz denn nun genau? Das bedeutet so viel wie die Gleichung y ist gleich 2 mal x ist eine Bedingung an die Zahlen x und y. Nämlich nur ganz bestimmte Wertepaare von x und y erfüllen diese Bedingung. Stellen wir uns zum Beispiel mal das Wertepaar vor, x ist gleich 1 und y ist gleich 2. Dann wird sofort erkenntlich, dass dieses Wertepaar diese Gleichung, also diese Bedingung, offensichtlich erfüllt. Denn wenn ich für x 2 einsetze, wenn ich für x 1 einsetze und für y 2, stimmt die Gleichung auf jeden Fall. Betrachten wir nun dieselbe Überlegung für die hier eingezeichneten Punkte A und B. Der Punkt A hat die Werte, also die Koordinaten 3 und 6. Nun stellen wir uns die Frage, ist dieser Punkt eine Lösung unserer Gleichung? Das heißt, wir überprüfen die Rechnung. 6 ist gleich 2 mal 3, also unsere x-Koordinate, und stellen fest, dass diese Gleichung richtig ist. Denn hier kommt raus, 6 ist gleich 6 und das passt. Das heißt, der Punkt A entspricht unserer Bedingung, das heißt, der Punkt A ist eine Lösung unserer Gleichung. Überprüfen wir nun dasselbe für den Punkt B. Dieser hat die x-Koordinate 1 und die y-Koordinate 3. Das heißt, setzen wir nun diese Werte für x und y in unsere Gleichung ein, dann erhalten wir 3 ist gleich 2 mal 1, also 3 ist gleich 2. Und diese Gleichung stimmt offensichtlich nicht. Das heißt, das Wertepaar 1 und 3 erfüllt nicht unsere Bedingung, das heißt, es ist keine Lösung unserer Gleichung y ist gleich 2 mal x. Als nächstes wollen wir die hier angegebene Wertetabelle vervollständigen. Das heißt, wir suchen jeweils Wertepaare, das heißt einen x-Wert und einen y-Wert, die gemeinsam unsere Gleichung, also unsere Bedingung, erfüllen. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam die Wertetabelle hier ausfüllen. Gut, ich hoffe, du konntest alle Werte eintragen, also alle Zahlenpaare finden in dieser Wertetabelle, die unsere Bedingung erfüllen. Beginnen wir mit dem ersten Wert, der ist minus 2 und also x ist minus 2, das heißt, wir setzen für x minus 2 in unsere Gleichung ein. Und dann haben wir minus 2 mal 2, das heißt, unser y-Wert muss dementsprechend minus 4 sein. Denn das Zahlenpaar minus 2 und minus 4 erfüllt unsere Bedingung. Nun haben wir als nächstes den x-Wert minus 1 und das heißt, der zugehörige y-Wert muss dann minus 2 sein. Wieder das Zahlenpaar minus 1, minus 2 erfüllt unsere Bedingung, denn minus 2 ist gleich 2 mal minus 1. Nun haben wir den Wert 0 für x, dann muss y ebenfalls den Wert 0 haben, denn 0 ist gleich 2 mal 0. Nun haben wir hier den x-Wert 1, das heißt, unser zugehöriger y-Wert ist dann 2. Hier haben wir den x-Wert 2, das heißt, der zugehörige y-Wert ist dann 4. Nun,
Hier als letzten Wert haben wir einen y-Wert gegeben und wir müssen den zugehörigen x-Wert finden. Das heißt, schauen wir nun wieder unsere Gleichung an und setzen für y den Wert 5 ein. Das heißt, wir suchen einen Wert für x, der, wenn man diesen Wert mit 2 multipliziert, dann 5 ergibt. Weil unser y ist gleich 5 und das ist 5 ist gleich 2 mal x. Das heißt, welcher Wert ergibt mit 2 multipliziert 5? Das ist der Wert 2,5. Das heißt, wir haben auch hier den x-Wert gefunden und können hier in die Wertetabelle 2,5 reinschreiben. Nun ist unsere Wertetabelle vollständig und als nächstes sollen wir die hier gefundenen Zahlenpaare als Punkte in unser Koordinatensystem einzeichnen und dann schauen, ob wir vielleicht aufgrund dieser Punkte, die wir hier einzeichnen, irgendeine Erkenntnis gewinnen können. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu erneut das Video. Gut, ich hoffe, du hast die Punkte hier richtig im Koordinatensystem eingezeichnet. Und wenn du das gemacht hast, dann sollte das Ganze jetzt so aussehen. Wenn wir nun die Punkte hier betrachten, dann springt etwas ins Auge. Und zwar, wenn man hier diese Punkte in etwa nachverfolgt, dann kann man erkennen, dass all diese Punkte auf einer Geraden liegen. Nämlich genau auf der Geraden y ist gleich 2 mal x. Das heißt, wir sehen hier auch schon, dass der Punkt B, den wir vorher überprüft haben, ob das denn eine Lösung unserer Gleichung ist, dass dieser Punkt nicht auf der Geraden liegt, da er auch keine Lösung unserer Gleichung war. Und der Punkt A ist eine Lösung unserer Gleichung. Das heißt, der liegt auch auf der Geraden, die wir hier jetzt eingezeichnet haben. Das heißt, daraus können wir eine unglaublich interessante Erkenntnis gewinnen. Es ist tatsächlich so, dass alle Punkte, die wir hier auf dieser Geraden finden, eine Lösung unserer Gleichung sind. Das heißt, unsere Gleichung hat unendlich viele Lösungen und die Lösungsmenge für unsere Gleichung sind alle Punkte, die auf dieser Geraden liegen. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.